So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zoo Tycoon. Ja, ich habe jetzt längere Zeit nicht aufgenommen. Der Grund ist, wie ich in Siberia auch schon gesagt habe, relativ persönlicher Natur. Ich hatte einfach wegen Problemen sozusagen keine Lust. Und ja, das ändere ich heute jetzt wieder, indem ich jetzt gerade, wie ihr seht, aufnehme. Starten wir ja auch mal eben die Musik. Und zwar starte ich sie jetzt. Und damit können wir dann wieder in Zoo Tycoon reinsteigen. Erstmal wieder ein bisschen ranzoomen, damit ich gut was erkennen kann. Also, ganz genau, was ich jetzt vorhatte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mir das hier unten nicht ganz so gefiel, aber ich generell nicht so viel daran machen konnte, weil einfach Toiletten hier nötig sind. Jetzt geht das, glaube ich, noch ein bisschen okay. Ja. Es geht eigentlich gut. Ich schaue mir mal ganz kurz an, wie sich meine Tiere gerade fühlen. Das sind hungrige Tiere. Aber da ist schon am Werk. Gut, okay. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich jetzt hier so langsam vielleicht in eine Sandebene rein möchte. Ich glaube, damit werde ich jetzt auch langsam so ein bisschen anfangen. Erstmal überlegen, was für Tiere ich dann wähle. Ja, das ist jetzt blöd, dass ich gerade das irgendwie Spießbock-Dromedar. Ja, Dromedar wird sich anbieten, aber allgemein gibt es leider nicht so viel. Gehe ich doch nochmal auf ein Steppentier. Ich glaube, dass mich die Warzenschweine, ach kein Warzenschwein, hier die Nashörner ansprechen und dann werde ich, glaube ich, für die mal ein Gehege basteln. Diesmal machen wir nicht den Fehler. Ich glaube nämlich auch Nashörner sind relativ kräftig. Und ich fange gleich, aber erst setze ich den Weg weiter, weil sonst kann ich mir das noch nicht so ganz weiter weggegangen. Ich werde den Weg jetzt ein bisschen hier lang setzen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben lang gemacht, aber besser so als andersrum. Das geht eigentlich noch. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich den Weg, ja, ich lasse den einmal komplett da drum führen eben. Das gefällt mir eigentlich am besten. Dass ich hier nochmal einen Platz vielleicht mache sogar. Dass ich unbedingt mit Essen und Trinken oder na, mal gucken. Vielleicht da wäre auch die Möglichkeit für einen Durchgang, wenn ich das bis nach rechts platziere später, aber jetzt lasse ich es erstmal so. Wow, da ist viel Müll. Ich sollte vielleicht nochmal jemanden einstellen, der sich darum kümmert. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich werde diesmal wahrscheinlich das Video auch rendern, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Aber in diesem Fall, ich habe momentan immer noch den PC meiner Schwester hier stehen. Und es ist momentan dann einfacher für mich, als wenn ich jetzt komplett das... Sieht schon ein bisschen seltsam aus. Wie genau da. Als wenn ich das... Falsch. Wenn ich das jetzt nochmal so mache wie sonst, weil das ist auch Arbeit und in diesem Fall sogar wahrscheinlich mehr Arbeit, dadurch, dass ich nicht so ganz die Kontrolle habe, nach meiner Ansicht. So, jetzt müssen wir da erstmal den Boden wieder ein bisschen anpassen, weil sonst sieht das blöd aus. Sowieso noch nicht so wirklich gelungen. Weil ich hatte ja eigentlich vor, hier jetzt schon so langsam in die Sandebene rüber zu gehen. Das Ding ist einfach, ich habe nicht genug Sandtiere und deswegen lasse ich das jetzt erstmal noch. Also Wüstentiere, Sandtiere. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Hier muss ich mir noch was überlegen, was ich genau dahin mache, weil nochmal so ein Imbiss-Ding will ich eigentlich nicht, sondern eher was zum Hinsetzen zum... Ja, ich glaube, das wäre bloß eine gute Idee. Ich dachte, was zum Hinsetzen platziere.
wirklich nur zum Erholen und nicht. Oder? Was? Oh. Nee. Irgendwas, was vielleicht hier auch reinpasst. Japanischer Garten passt hier nicht hin. Zookino. Das wäre auch eine Idee. Bin nur gerade am gucken, wie breit der ist. Ich möchte nämlich ungern, dass der übersteht. Wieso passt das nicht? Habe ich nicht genug Geld. Ach, der zweite Eingang, das ist natürlich doof. Der steht über. Weil den müsste ich so platzieren. Warum? Moment. Ach, hinten gibt's auch. Ach, das ist so ein Durchlaufding. Das ist natürlich unpraktisch. Nee, jetzt geht's. Ach, weil da gerade ein Besucher war wahrscheinlich. Ja, okay, das liegt an denen. Also das heißt, es steht nicht über. Oder? Ich kann es natürlich jetzt nicht richtig kontrollieren. Weil die überall Besucher sind. Das ist total blöd gerade. Oh, könnt ihr mal bitte da weggehen? Ich möchte da was platzieren. So. Ich habe mich jetzt entschieden, ein Karussell hinzusetzen. Elefanten reiten. Ah, das bietet sich hier sogar an. Meinen Elefanten. Ach, kannst du bitte mal weggehen? Die Elefanten sind ja quasi gleich daneben. Komm schon, bitte. Endlich so. Das sieht fast aus, als ob es übersteht, aber das geht noch. Das kann ich noch verkraften. So. Ja, besonders schick sieht es jetzt nicht aus. Muss ich mir noch was überlegen, wie ich das ein bisschen. Vielleicht entwickle ich hier jetzt noch ein bisschen was an Sitzmöglichkeiten. Lagerfeuer. Das passt hier nicht so wirklich hin, wenn ich ehrlich bin. Springbrunnen habe ich da schon. Das sieht dann auch blöd aus. Regenwald. Nee, Regenwald haben wir hier nicht. Torbogen. Irgendwas passendes, aber ich finde gerade nichts wirkliches. Das ist schon Ah ja, der würde hier passen, finde ich. Aber so. Ich muss das irgendwie noch einzäunen, das gefällt mir so nämlich nicht. Ich muss mir das noch ein bisschen überlegen, wie ich das hier mache. Okay, der ist blöd. Lattenzaun da drin. Oh, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Erste Eingang, ne? So. Ja, tatsächlich, das gefällt mir. Gut. Ja, um den Elefantenbrunnen werde ich gleich noch was umsetzen. Erstmal so ein bisschen Gras, weil es nicht so leer aussieht. Baum, was ich hier platzieren kann. So. Ja, noch ein bisschen Gras so drumherum. Das ist vielleicht sogar ein bisschen viel da hinten. Ja, ich glaube, das ist okay so. Ich wollte mich ja eigentlich jetzt um Tiere kümmern, aber gerade bin ich jetzt erstmal wieder am Dekorieren. Es ist eigentlich immer so, dass ich nicht das schaffe, was ich mir vornehme, aber muss ich mit leben irgendwie. Beziehungsweise kann ich auch mit leben. So. Noch ein. Und dann setzen wir auch gleich ein paar. Da so, ja. Aber ich muss das noch mehr einzäunen, das gefällt mir sogar nicht so ganz. Hier irgendwie, das ist einfach zu offen.
kletter einmal hier so lang. Aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich möchte den genau. Ja, so geht das eigentlich schon ganz gut. Irgendwas muss ich da noch entstellen, irgendwie ein bisschen Deko. Aber das lässt sich ja auch regeln. Irgendwie spielt er immer das gleiche Lied, oder? Shuffle. Moment, ich bin nämlich gerade. Ich habe ja Shuffle angemacht. Repeat off. Okay. Weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade los war. Vielleicht irre ich mir auch, dass er jetzt immer das gleiche Lied gespielt hat, aber irgendwie kam mir das so vor. Mach ich echt so ein bisschen Elefanten-like. Warum ist das Ding dann immer weg? Ich würde hier am liebsten so schräg stellen, aber das geht leider nicht. Also so viel gefällt mir das mich auch nicht. Ganz ehrlich nicht. So klar. Wollt ihr einfach so. Ja, es geht. Ich lasse ihn jetzt stehen. Es ist nicht optimal, aber ich kann mit leben, sagen wir es so. Okay, ja. Das ist ja nochmal so eine kleine Ecke. Aber den Zaun muss ich noch weitersetzen, sonst sieht er noch gut aus. So. Bis dahin. Nicht zu viel. Vielleicht mache ich hier auch noch ein Gehege jetzt hin. Ja, ich glaube, das mache ich. Dann kann ich das nämlich weglassen. Da. Ich will 6 kann keine Nahrung finden. Mensch, Leute, ihr müsst ein bisschen arbeiten. So. In Ordnung. Das wird das Nashorn-Gehege. Ich spiele es übrigens direkt am Laptop. Dadurch, dass ich den dann letztens durchgepustet habe, ist der auch nicht mehr so laut. Und das, was noch an Geräuschen übrig ist, das werde ich dann raus filtern mit Hilfe von Audacity und Rauschentfernung. Es wird zwar nicht komplett weg sein und die Qualität wird vielleicht dadurch ein bisschen gemindert, aber dadurch, dass das Rauschen halt weg ist, ist es dann, oh, das mache ich, an sich schon besser. So jetzt wie immer. Und was brauchen wir, meine Freunde? Mehr Pflanzen, zu viel Grasgelände, nicht genug Savannenerd. Ja, das können wir einrichten. Das ist kein Problem, meine Freunde. Ich sollte aber ein bisschen Erde auch hier und da mal hinmachen. Einfach damit es nicht zu eintönig ist. Wie ihr das schon kennt. Generell zumindest. So. Oh, das ist zu viel. Was braucht ihr noch? Erdgelände ist klar. Zu viel Gras. Mehr Felsen. Zu viel Savannen. Oh, das ist schon zu viel. Da wollen die relativ viel Erde anscheinend haben. Erde, Gras. Gras. Felsen, Gras, Savannen. Nicht genügend Erdgelände. So. Nicht genügend Süßwasser. Zu viel Grasgelände. Ja, gut, dann werden wir das Grasgelände jetzt mal da am Rand. So. Letzte Aktion bitte nur. Nein. Okay, das ist schon okay so jetzt anscheinend.
Pflanzen, Unterstände, Felsen. Ja, das Übliche halt, würde ich mal sagen. Hast du nicht? Den mögt ihr bestimmt auch nicht. Das war typisch. Den hatten wir gerade schon. Den mögt ihr auch nicht. Den mögt ihr aber dafür. Der ist auch okay. Ein bisschen Gras hier und dort. Ich finde, es passt auch ziemlich hier, das Elefanten- und das Nashorngehege, was mir jetzt gerade einfällt. Ich werde meinen neuen einstellen, auch wenn ich jetzt nicht gerade die Riesenknete habe. Aber ich denke mir einfach mal, das wäre jetzt ganz sinnvoll. Ich habe zu viel an einigen Stellen, das sieht nicht so doll aus. Das ist okay. Bisschen Gras noch. Was? Ist das zu viel? Krass. Okay, gut zu wissen. Felsenunterstände. Ja. Das riegeln wir noch. Die reichen erstmal. Ja. Und Felsen habt ihr gesagt, ne? Gucken wir gerade mal, ob mittlerweile für. Ne, leider nicht. Leider sind noch keine Spielgegenstände für die Elefanten da. Was schade ist. Mit den Wüstenfelsen? Leider nicht. Hätte mich auch gewundert, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Kann ich so ein Wasser? Ja, ich kann hier ins Wasser setzen. Ich glaube, das habe ich schon mal raus. Das war's schon? Tatsache. Oh, na gut, dann. Hey, irgendwie repeatet er das die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht warum. So, gut, dann haben wir jetzt ein neues Nashorngehege. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen drumherum anpassen. Auch wenn mir das Geld ein bisschen zu Neige geht. Ich hätte echt ein bisschen mehr am Anfang einstellen sollen, glaube ich. Ich werde hier gleich noch ein bisschen Wasser langziehen. Deswegen lasse ich das so ein bisschen offen. So. Wasser, habe ich gesagt. Süßwasser. Wir gehen ja näher ran und drehen das Ganze mal. Ist ein bisschen zu nah. Hier so einen kleinen Tümpel hin. Ja, so. Hatte ich hier hinten nicht auch so einen. Oh, hier ist noch. Ah, da darf ich aber kein Süßwasser mehr hier hinten. Aber. Wow, das ist sehr klein im Gegensatz zu dem Gehege. Immer so klein gebaut. Es geht. Ja. Das ist schon sehr klein geraten. So, ein bisschen flusslaufmäßig, so. Ja, das hier noch ein bisschen größer. Gefällt mir aber ganz gut so. Ja, ich habe jetzt auch gleich schon wieder 20 Minuten durch. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, wie lange ich noch aufnehme. Ich glaube, so zwischen 15 und 20 Minuten. Ich habe jetzt halt diesen. Ja, was ist das? Vergnügungspark. Nee, Vergnügungsattraktionen war aufgestellt und ein Nashorngehege geschaffen mit ein bisschen außen drumherum. Das muss ich noch ein bisschen verbessern, genauso wie hier hinten. Aber mein Geld geht total zur Neige. Ich muss unbedingt demnächst jetzt wieder ein bisschen sparen. Spitzmaul, oh, die haben schon Nachwuchs gekriegt.
Und zwar ist es ein... Wo war das Ganze? Da. Ein Männchen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder ein paar Kommentare schreibt. Ich habe halt gesehen, dass die meisten oder viele von euch, die mir auch Kommentare schreiben, wirklich gerne Zoo Tycoon schauen. Das freut mich echt. Bisher ist es halt noch als Teilprojekt, also als kleines Projekt geplant. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es ein bisschen höher ziehe und mindestens jede Woche einmal eins aufnehme, sofern ich halt dann die Lust dazu habe. Aber so wie die Resonanz bisher ist, scheint das ja ein sehr beliebtes Projekt zu sein. Und deswegen bin ich wirklich stark am Überlegen, ob ich das machen soll. Wenn es wirklich so ist, ihr das wirklich gerne ein bisschen öfter sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Am besten jetzt hier unter dieses Video dann auch. Und dann werde ich das versuchen. Und ja, ihr könnt mir halt auch immer Vorschläge machen, was ich als nächstes machen soll. Ich sage ja schon immer, was ich so ungefähr in Planung habe. Aber ihr könnt das natürlich auch beeinflussen. Deswegen mache ich das Ganze als Let's Play und nicht nur für mich. Also als Let's Play, als... Da hat jemand hingekotzt. Ganz toll. Ja, lecker. Deswegen mache ich das ja als beeinflussbares, als, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, als ein Let's Play für euch, mit euch. Und ja, gut, ich glaube, das war es jetzt auch so, was ich sagen wollte. Ich werde das dann jetzt gleich wohl auch schon rendern und hochladen. Das heißt, ihr seht das heute am, welchen haben wir heute? Den 17.05. Ja, ich hoffe, ihr werdet das heute noch sehen, aber ich glaube schon. Und ja, gut. Was? Problem ist nass, aber das muss ich noch mal nachgucken. Wieso? Da ist doch alles rot. Verstehe ich nicht. Gut, ja, dann verabschiede ich mich jetzt und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, gebt einen Daumen hoch oder runter, je nachdem, ob ihr die Folge gut fandet oder nicht. Und kommentiert am besten noch, je nachdem. Und macht Vorschläge für Namen und was weiß ich nicht noch alles. Ich freue mich immer über Kommentare und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.